Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Bistron, Sie haben, auch wenn es Ihre erste Rede war, Sie haben einfach so viel durcheinander geworfen, dass es mir unmöglich ist, da im Einzelnen darauf zu reagieren. Das tut mir sehr leid. Wir reden über den türkischen Einmarsch im nordsyrischen Afrin mit deutschen Panzern. Und in der UN-Charta heißt es, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Man muss diesen Artikel 2.4 in diesen Tagen immer wieder in Erinnerung rufen. Dieser türkische Einmarsch im nordsyrischen Afrin ist ein schwerer Bruch des Völkerrechts. Die Linke verurteilt das sehr deutlich und fordert auch von der Bundesregierung, das ebenso deutlich zu verurteilen. Und ich habe sehr wohl zur Kenntnis genommen und bedanke mich dafür auch bei den anderen Fraktionen, dass alle Redner, bis auf die Redner der AfD, dies so benannt haben, diesen Einmarsch als völkerrechtswidrig benannt haben. Aber die Bundesregierung hat das eben nicht getan. Und das müssen wir hier sehr deutlich einfordern. Begründet wird dieser Einmarsch mit dem Kampf gegen den Terrorismus. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten der YPG werden von der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Kein anderes Land teilt diese Einschätzung, im Gegenteil. Noch vor kurzer Zeit wurden die Kämpfe der YPG als wichtigste und erfolgreichste Kraft im Kampf gegen den Islamischen Staat unterstützt und als Retter der Jesidinnen und Jesiden vor dem drohenden Völkermord durch den IS gefeiert. So geht es nicht in der internationalen Politik. Einfach zu behaupten, da oder dort sind Terroristen und daraus selbst zu legitimieren, dort militärisch einzumarschieren. Leider gibt es auch in der internationalen Politik viele Präzedenzfälle in den letzten Jahren, auch von deutscher Seite. Es muss Schluss sein mit diesem Umgang mit dem Völkerrecht, egal von welcher Seite. Dann wird von Seiten der türkischen Regierungspartei immer wieder behauptet, es gehe ja um den Kampf gegen den Islamischen Staat und die YPG. Und beide, IS und YPG, werden in einen Topf gerührt. Und man rührt noch sozusagen die Terroropfer von Paris, von Brüssel, von London, von Berlin. Die nimmt man sozusagen noch als Argument für diesen verbrecherischen Krieg. Herr Dr. Nick, wir hatten ja letzte Woche in Straßburg genau diese Debatte, wo diese Argumente geführt werden. Und ich sage das auch hier sehr deutlich an die türkische Regierung. Sie haben kein Recht, die Terroropfer von Paris, von London, von Berlin, von Brüssel für ihren Krieg heranzuziehen. Aber besonders schändlich ist auch das Verhalten der Bundesregierung. Nicht, dass sie die Türkei weiterhin mit Militärgütern beliefern, etwa mit deutschen Leopardpanzern, mit denen jetzt Menschen getötet werden und in die Flucht getrieben werden. Diese Waffenlieferungen haben sie in den letzten Jahren sogar noch ausgebaut. Allein von September bis November 2017 im Wert von 30 Millionen Euro. Das war deutlich mehr als im ganzen Jahr 2015. Auch in der aktuellen Situation geht die Kooperation weiter. Mehr als 80% der Bevölkerung in Deutschland wollen ein Ende dieser Rüstungsexporte. Und wir sagen sehr deutlich, kein Panzer, kein Gewehr mehr in die Türkei unter Erdogan. Und nun erwecken Sie den Eindruck seitens der Bundesregierung, dass ja doch hier protestiert wird, dass die Kooperation eingestellt wird. Und ich will Ihnen mal sagen, was der türkische Außenminister Cavusoglu letzte Woche gesagt hat. Zitat: Es gibt keinerlei Problem mit der Rüstungsindustrie. Gemeint ist die Kooperation mit Deutschland. Zuletzt sollte eine Kommissionssitzung stattfinden, die sich mit den Panzern und ihren Motoren beschäftigte. Ich glaube, diese Sitzung wurde verschoben. Es kann also nicht die Rede von einem Aufschub oder einer Annullierung sein. Wir haben ständig telefonischen Kontakt mit Sigma, nur der Vorname, der übrigens hier nicht da ist, weil er vielleicht mit Cavusoglu telefoniert.
Und weiter, ich weiß auch, dass Sie unter Druck stehen, auch aus den Medien gibt es Druck, aber soweit ich weiß, wurde nur die Sitzung der Kommission verschoben. Die Zusammenarbeit mit der türkischen Verteidigungsindustrie wurde nicht beendet. Soweit Cavusoglu. Sie streuen der Bevölkerung hier in Deutschland Sand in die Augen. Während Sie angeblich gegen diesen Krieg protestieren, geben Sie in Wirklichkeit grünes Licht. Das ist der eigentliche Skandal. Ich komme zum Ende. Die Linke fordert den sofortigen Rückzug der türkischen Armee aus dem nordsyrischen Afrin. Wir fordern die Bundesregierung auf, in diesem Sinne aktiv zu werden, auf allen internationalen Ebenen dafür einzutreten und die deutschen Soldaten aus dem NATO-Stützpunkt in Konya in der Türkei abzuziehen. Und endlich das Gewaltverbot des Völkerrechts auch in anderen Konflikten zu beachten. Ich habe es sehr wohl wahrgenommen, Herr Dr. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Der Friedensprozess, letzter Satz, der Friedensprozess ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen dafür eintreten, dass der Friedensprozess zwischen der türkischen Regierung und der PKK auch dort wieder aufgenommen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Kollege Hunko, wenn jeder mit der Erklärung, ich komme zum letzten Satz, eine Minute obendrauf legt, verlängern wir die Aktuelle Stunde ins Unermessliche. Deshalb bitte ich wirklich darum, dass meine Bitte, mit dem letzten Satz zu beenden, auch Folge geleistet wird. Herr Kollege Erndl, Sie haben jetzt für die CDU/CSU das Wort. Es ist Ihre erste Parlamentsrede. Ich werde Sie nicht abschalten, wenn Sie etwas überziehen. Dankeschön.